Hallo, mein Name ist Daniela und ich bin Auslanddeutsche. Das heißt, ich habe keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Ich lebe in Japan und bin mit einem ganz lieben Japaner verheiratet. Und ich bin der Meinung, dass Migration in einem großen Maßstab sehr schlecht für eine Nation ist. Ich sehe es hier in Japan tagtäglich, wie schön es ist, wenn die Gemeinschaft eine mehrheitliche Kultur und eine mehrheitliche Nationalität und eine mehrheitliche nationale Identität hat. Deshalb bin ich gegen den Migrationspakt. Er darf nicht unterzeichnet werden, das ist meine Meinung. Wenn er doch unterzeichnet wird, dann nicht in meinem Namen. Das passiert nicht in meinem Namen. Die Formulierungen sind einfach viel zu schwammig. Die Argumentation, der sei ja nicht bindend, ist für mich überhaupt nicht überzeugend. Ich halte die Gegendarstellung, dass es eben doch verbindlich sein wird, über kurz oder lang, eher kurz als lang, für sehr viel realistischer. Und ich bin ebenfalls zum Beispiel gegen die Verzerrung der Darstellung ins Positive hin, denn in der Natur hat alles zwei Seiten. In der Welt hat alles zwei Seiten. Es gibt nichts, das nur eine positive Seite hat. Das gibt es nicht. Es gibt auch nichts, was nur eine negative Seite hat. Aber die Migration als etwas darzustellen oder darstellen zu wollen, das nur positiv und gewinnbringend und ach so schön ist, halte ich für absolut falsch und gefährlich. Und ich habe diesen Migrationspakt schon ein bisschen bearbeitet. Das tue ich jetzt noch ein bisschen mehr. Das ist das, was damit getätigt gehört.